Yo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Top 5 Bluetooth-Lautsprecher, welche das sind, was sie so besonders haben und auch noch ein Soundbeispiel für euch habe ich alles in diesem Video, also bleibt noch ein bisschen dran und jetzt aber los geht's. Anfangen möchte ich jetzt mit dem Blitzwolf BWF4 Lautsprecher. Er hat die Besonderheit, dass oberhalb diese nicht Front, sondern die Oberseite mit Aluminium verzogen ist. Und das macht das Ganze ein bisschen hochwertig. Und ich habe absichtlich gesagt, das ist nicht die Front, denn der Bluetooth-Lautsprecher wird so abgestellt. Denn auf beiden Seiten ist eine Membran eingebaut, sodass es einen vollwertigen Stereo-Lautsprecher ist. Also kommt der Sound nämlich in beide Richtungen, nämlich nach außen. Und ihr habt so einen qualitativ sehr hochwertigen Sound. Außerdem sind Anschlussmöglichkeiten da, sodass ihr nicht immer per Bluetooth verbinden müsst. Und die Besonderheit ist noch der Akku mit über 4000 mAh. Im Test hat er so gute 7 bis 10 Stunden gehalten, was aber in ordentlicher Qualität der Fall war. Der nächste Bluetooth-Lautsprecher ist mein Lieblingslautsprecher hier in diesen Top 5 Bluetooth-Lautsprechern. Das ist nämlich der Bose Soundlink Mini 2. Das ist so ziemlich das Produkt, das ich mir dieses Jahr gekauft habe, wovon ich am meisten schwärme. Die Empfehlung habe ich von meinem Kollegen Felix, der auf meinem Kanal mal einen Top 3 unter 200 Euro vorgestellt hat und absolut von dem Bluetooth-Lautsprecher geschwärmt hat. Er ist klein, der Akku hält sehr lang, aber vor allem der Sound ist einfach nur der Wahnsinn. Auch wenn es mal lauter werden muss, ihr schafft es wahrscheinlich nicht, das Gerät in die Knie zu zwingen, denn der Sound ist einfach nur klar und auch der Bass ist sehr, sehr gut. Also für mich eine absolute Empfehlung. Link zu allen Produkten findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Der nächste Lautsprecher hat einfach nur die Besonderheit, dass er sehr, sehr schick ist. Und zwar geht es nämlich um dieses Stück. Und zwar die Besonderheit liegt darin, dass es einfach nur aus Holz fabriziert wurde. Er passt natürlich deutlich besser in ein Mobiliar, das auch aus Holz besteht, wie es beispielsweise bei mir der Fall ist. Deswegen habe ich mich für den hier interessiert. Das Tolle daran ist, dass da alle Anschlussmöglichkeiten auch auf der Rückseite sind, sodass ihr das Gerät auch einfach nur im Netz betreiben könnt, einfach an die Steckdose angesteckt. Und der Sound ist eigentlich sehr, sehr ordentlich. Auch 7 bis 10 Stunden natürlich im Akku betrieben könnt, habt ihr ordentlichen Sound bei dem Modell, werden wir auch am Ende nochmal genauer reinhören, ist aber rein optisch auf jeden Fall etwas Interessantes. Die Besonderheit ist beim nächsten Bluetooth-Lautsprecher einfach die Tatsache, dass ich in diesen 5 Bluetooth-Lautsprechern dem genau hier die Preis-Leistungs-Krone aufgesetzt habe. Der UMI BTS 8 Lautsprecher hat die Besonderheit, dass es sehr, sehr kompakt ist. Alles wurde aus Kunststoff fabriziert und ist jetzt nicht so wahnsinnig hochwertig. Allerdings hat es einen qualitativ echt hochwertigen Sound. Auch der Bass drückt sehr, sehr gut. Werden wir nachher nochmal hören. Aber die Besonderheit ist einfach nur, mit 20 Stunden Akkulaufzeit ist er absolut unstoppable. Außerdem haben wir hier eine praktische Tragetasche, sodass er sehr kompakt ist und überall mitgenommen werden kann. Der nächste Bluetooth-Lautsprecher ist von der Firma Xiaomi und trägt den Namen Xiaomi Mini Portable. Es ist ein wahnsinnig hochwertig fabriziertes kleines Stück. Die Besonderheit in dem Lautsprecher ist die Tatsache, dass er einfach überall dabei sein kann, aufgrund seiner sehr, sehr kleinen Größe. Allerdings hört man dann schon auch wirklich auch den günstigeren Preis, sobald es ein bisschen lauter wird. Doch für die Größe muss ich schon auch sagen, dass die Verarbeitung extrem gut ist und daher auch überall einfach hingeworfen werden kann und von daher einfach ein mobiler Lautsprecher, der nie stören würde, weil er einfach überall dabei sein kann, also auch eine Empfehlung. Jetzt schauen wir uns mal den Sound noch genauer an bei den einzelnen Produkten. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, welches von diesen 5 euer Lieblingsprodukt war. Und falls euch keines von diesen Produkten zugesagt hat, schaut noch bei meinem Kollegen Marvin von iReview vorbei. Er hat weitere 5 Bluetooth-Lautsprecher getestet. Und dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.